Hallo und willkommen auf meinem Videokanal. Ich bin Lehrer Schröder und heute wollen wir uns mal ansehen, wie Größen umgerechnet werden. Und beginnen möchte ich dabei mit der Umrechnung von Längenmaßen. Für mich empfiehlt es sich, so eine Treppe hier aufzubauen und unten zu beginnen mit Millimeter, Zentimeter, Dezimeter und Meter. Und ich sage dann mal, wenn ich von hier oben runtergehe, dann muss ich die Größe um den Faktor 10 ändern. Und wenn ich dann von der anderen Seite von hier unten raufgehe, dann muss ich die Größe um den Faktor 10 verkleinern. Das habe ich jetzt hier nochmal aufgezeichnet. Ich komme also von oben. Ich habe jetzt hier ein Beispiel und sag mal, ich habe 1 Meter. Habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, 1 Meter. Ich gehe jetzt hier die Leiter runter und möchte jetzt wissen, was ist jetzt 1 Meter in Dezimeter. Ich gehe also runter mal 10, also 10 Dezimeter. Wenn ich dann weitergehe und möchte wissen, wie viel Zentimeter ist, wieder mal 10, 100 Zentimeter und bei Millimeter nochmal mal 10, 1000 Millimeter. Ein Meter hat also 10 Dezimeter, 100 Zentimeter, 1000 Millimeter. Das mit der Treppe hier immer ganz gut, aber man kann sich natürlich auch merken, wenn ich von der Einheit kleiner wäre, muss ich das Komma jeweils um eine Stelle nach rechts verschieben. Wenn ich hier das 1,0 Meter habe und das um nach rechts verschiebe, hinter dem Komma kann ich ja so, mir so viele Nullen denken, wie ich will. Dann habe ich 10 Dezimeter, 100 Zentimeter, 1000 Millimeter. Mache ich das Ganze umgekehrt, ich habe 1000 Millimeter, fange also hier unten an und gehe mit der Einheit größer, muss ich die Zahl durch 10 teilen, habe also 100 cm, 10 Dezimeter bzw. 1 Meter. Das ist also dann das Ganze rückgängig oder eben die Zahl jeweils durch 10 teilen, das Komma um eine Stelle, wenn ich mit der Einheit höher werde, nach links verschieben. Wie ihr euch das merkt, ist grundsätzlich egal. Hauptsache ist, ihr merkt euch das. Und jetzt kommen einfach mal ein paar Beispielaufgaben. Wenn ihr so eine Aufgabe habt, dann empfehle ich immer, nicht gleich das Ergebnis hinzuschreiben, sondern die einzelnen Umrechnungen nochmal drunter zu schreiben. Also 16 cm plus 350 mm minus 2 Dezimeter plus 24 cm ist gleich. Und dann kommt hier am Ende Millimeter. Also möchte ich das Ganze jetzt in Millimetern haben. Also ruhig jedes einzelne hier nochmal drunter schreiben. Also 16 cm, das sind 160 mm plus 350 mm minus 2 Dezimeter sind jetzt hier, ich gucke 2 Dezimeter, ich werde kleiner, 20 cm, 200 mm und 24 cm sind dann 240 mm. Also ruhig alles nochmal drunter schreiben. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir das nochmal aufgeschrieben haben. Also ruhig hier unter den Vorgabewert jeweils die Umrechnung hinschreiben. Das hat den Vorteil, dass ihr bei freundlichen Lehrern, so wie ich das in der Regel bin, bei Klassenarbeiten, noch Teilpunkte bekommt. Es passiert einfach ganz, ganz oft, dass das Ergebnis falsch hingeschrieben wird. Das würden dann 0 Punkte sein. Und wie gesagt, ihr bekommt noch Teilpunkte, wenn ihr die Ergebnisse hier richtig habt, beziehungsweise das Ergebnis, wenn das Ergebnis richtig ist, dann werden die Teilumrechnungen auch richtig sein. Aber ich gebe da immer die ganz dringende Empfehlung, schreibt das ruhig nochmal aus. So Flüchtigkeitsfehler hier beim Umrechnen passiert ganz schnell, falsch im Taschenrechner eingetippt, eine Taste hat mal geklemmt, kann ganz viele Gründe haben. Ich mache das so und kommen wir nun zum Umrechnen von Größen, von Flächenmaßen. Bei den Flächenmaßen habe ich jeweils einen Exponenten, das ist die 2, das heißt hier gesprochen Millimeter hoch 2 oder Millimeter zum Quadrat, Zentimeter zum Quadrat, Dezimeter zum Quadrat und Meter zum Quadrat. Wenn ich jetzt hier von der Größeneinheit nach unten gehe, hat sich der Faktor pro Treppenstufe geändert. Da muss ich mal 100 nehmen. Andersrum, wenn ich von unten hin zur größeren Einheit gehe, muss ich durch 100 teilen oder eben das Komma um zwei Stellen verschieben. Ein Quadratmeter ist damit 100 Quadratdezimeter, 10.000 Quadratzentimeter und 1.000.000 Quadratmillimeter. Eine 1 mit 6 Nullen. Umgekehrt, wenn ich jetzt von Quadratmillimeter höher gehe, muss ich jeweils das Komma um zwei Stellen verschieben, beziehungsweise die Zahlen durch 100 teilen. So sind 1.000.000 Quadratmillimeter, 10.000 Quadratzentimeter, 100 Quadratdezimeter
und 1 Quadratmeter. Auch hierzu eine Beispielaufgabe. 18 Quadratzentimeter plus 340 Quadratmillimeter minus 2 Quadratdezimeter ist gleich das Ergebnis in Quadratmillimeter. Auch hier wieder ruhig die einzelnen Umrechnungen nochmal da drunter schreiben. Also jetzt bitte dran denken, ich bin in der Fläche, also hoch 2 die Zahl. Das heißt also auch, wenn ich jetzt von Zentimeter auf Millimeter gehe, nicht mehr 180, sondern noch einen Null mehr. 1800 Quadratmillimeter plus 340 Millimeter minus, jetzt komme ich von oben, 2000. Das muss ich erstmal so aufschreiben. 1800 Millimeter Quadrat plus 340 Millimeter Quadrat minus 20.000 Millimeter zum Quadrat sind also minus 17.860 Millimeter zum Quadrat. Also bitte aufpassen, wenn hier natürlich ein Minus steht und das Ganze, das Ergebnis wird negativ, da muss man natürlich auch die negative Zahl hinschreiben. Passiert ganz, ganz oft, dass das nicht gemacht wird. Ich möchte auch noch einen Schritt weitergehen und jetzt zu den Volumenmaßen kommen. Die Volumenmaße oder auch Raummaße. Wir haben jetzt anstatt eines Quadrates hier eine 3 stehen. Das steht in der Mathematik für Kubik. Ich habe hier also Kubikmeter, Kubikdezimeter, Kubikzentimeter, Kubikmillimeter. Man kann auch sagen Millimeter hoch 3, Zentimeter hoch 3, Dezimeter hoch 3, Meter hoch 3. Der Umwandlungsfaktor, den ich nun vor mir habe, ist von einem Kubikmeter. Ein Kubikmeter ist 1000 Kubikdezimeter und 1000 Kubikdezimeter sind 1.000.000 Kubikzentimeter. Ich habe hier jetzt den 1000er Trennpunkt genommen. Das kann man zur besseren Übersicht machen, dass man nach drei Nullen jeweils einen Punkt setzt. Sollte man nicht durcheinander kommen, das ist kein Komma, das ist einfach nur der Übersicht halber, dass ich das, die Zahl besser erkennen kann. Wenn ich jetzt von unten hochgehe, muss ich also durch 1000 teilen oder drei Nullen abziehen, das Komma um drei Stellen nach links verschieben. Ein Kubikmeter sind 1000 Kubikdezimeter, 1000 Kubikdezimeter sind 1.000.000 Kubikzentimeter und eine Kubikzentimeter ist 1.000.000.000 Kubikmillimeter, also eine 1 mit 9 Nullen. Da habe ich den 1000er Trennpunkt gesetzt, dann weiß ich hier 3 Nullen, 6 Nullen, 9 Nullen. Eine 1 mit 9 Nullen ist 1.000.000.000 Kubikmillimeter. Und hierzu auch nochmal ein Beispiel. 12.000 Kubikmillimeter plus 3.540 Kubikzentimeter minus 0,2 Kubikdezimeter ist gleich das Ergebnis in Kubikmillimeter. Also 12.000 Kubikmillimeter plus 3.540.000 Kubikmillimeter minus 200.000 Kubikmillimeter und das ergibt dann 3.352.000 Kubikmillimeter. Beim Umrechnen von Hohlmaßen müssen wir jetzt aufpassen, dass die etwas ungebräuchliche Einheit Hektoliter, Hekto steht ja auch für 100, eben 100 Liter sind, beziehungsweise 100 Liter sind dann, wenn ich hochgehe, 1 Hektoliter. Da ändert sich unsere Umrechnung einmal um den Faktor 100. Der Rest bleibt dann bei 10. Von Liter nach Deziliter, Zentiliter und Milliliter ändert sich, also der Umrechnungsfaktor ist ähnlich wie bei den Längeneinheiten oder genau wie bei den Längeneinheiten, kann ich sagen, da ist der Faktor jeweils 10. Also aufpassen, wenn es sich hier irgendwo Hektoliter, Abkürzung ist ein kleines h und ein großes l, also einmal der Faktor 100 und wenn ich dann Liter, Deziliter, Zentiliter oder Milliliter habe, dann läuft alles ganz normal. Hier sind jetzt Umrechnungen, mache ich jetzt mal als Beispiel 12 Zentiliter. Wie viel Milliliter sind das? Also Zentiliter hier. Ich gehe nach unten, habe einmal also den Faktor 10. 12 Zentiliter sind dann 120 Milliliter, brauche ich auch nichts mehr draufschreiben. Solche Sachen kann ich gleich umrechnen. 2500 Liter ist gleich, wie viele Hektoliter sind das? Aufpassen, dran denken, 100 Hektoliter und Liter und von Liter nach Hektoliter geteilt durch 100, also 25 Hektoliter. Und nochmal zwei zum Abschluss. 3,5 Liter ist gleich
Also wie viel Milliliter sind das? Und 15.000 Milliliter, wie viel Liter sind das? 3.500 Milliliter sind 3,5 Liter. Wenn ich also von Milliliter nach Liter gehe, habe ich drei Treppenstufen. Milliliter, 3,5 Milliliter, 35 Zentiliter, 350 Deziliter, 3.500 Milliliter. Also nach unten von 3,5 Liter, 35 Deziliter, 350 Zentiliter und 3.500 Milliliter. Einmal noch die Größen von Gewichtsmaßen. Tonne, Kilogramm, Gramm und Milligramm. Und der Faktor jeweils beträgt 1000. Eine Tonne hat also 1000 Kilogramm. 1000 Kilogramm hat 1 Million Gramm. Und 1 Million Gramm haben 1 Milliarde Milligramm. Die Umrechnung von Tonnen nach Gramm oder Milligramm ist eher selten, unwahrscheinlich. Also meistens kommen vor Umrechnungen von Tonnen nach Kilogramm oder von Kilogramm nach Gramm oder gegebenenfalls auch von Gramm nach Milligramm. Hier nochmal zwei Beispiele dazu. 125 Gramm entsprechen wie viel Milligramm und 2,53 Kilogramm entsprechen dann wie viel Gramm. 125 Gramm bitte dann nicht durcheinander bringen lassen, entsprechen natürlich 125.000 Milligramm. Gramm zu Milligramm immer mal 1000, Komma um 30 Stellen verschieben und 2,53 Kilogramm entsprechen dann 2530 Gramm. 0,742 Tonnen entsprechen wie viel Kilogramm und 27.400 Kilogramm sind wie viel Tonnen? 0,742 Tonnen, das sind 742 Kilogramm und 27.400 Kilogramm sind 27,4 Tonnen.